Harry? Harry! Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin, Ronald. Meinst du nicht, wir hätten lieber anklopfen sollen? Die Tür stand doch offen. Ja, aber erst nachdem du sie eingetreten hast. Sei froh, dass ich dir nicht deine Zähne eingetreten habe, Ronald. Das ganze Zeug ist ja völlig wertlos. Ich denke, es ist keine so gute Idee, wenn du unseren Schulleiter beklaust. Reg dich ab, Ronald. Immerhin klaue ich nur Sachen, die mir auch wirklich gefallen. Ah, was haben wir denn hier? Die alte McGonagall? Oh, Harry, sieh doch nur! Was ist das denn für ein hässlicher Papagei? Das ist ein Phönix, Harry. Das sind die edelsten Wesen der Zaubererwelt. Hat das Vieh gerade einen fahren lassen? Wenn sie sterben, entsteht aus ihrer Asche ein neuer Phönix. Sieht mich nach! Barbada Maxima! Harry, was hast du getan? Du hast mir doch gerade eben erzählt, dass die wieder auferstehen. Ich weiß aber nicht, ob das auch funktioniert, wenn man sie in Fetzen reißt. Ist doch jetzt auch egal, Ronald. Harry Potter-Raucher. Oh, Professor Dumbledore. Schön, dass du mich besuchen kommst. Oh. Was ist das denn für ein Hampelmann? Ich glaube, er ist betrunken, Harry. Geht's Ihnen gut, Professor? Harry. Was ist? Komm her zu mir. Warum sollte ich? Ich muss hier ein Geheimnis verraten. Scheiße, wer? Das lohnt sich nicht. Näher, noch ein bisschen näher. Wenn Sie mich jetzt küssen, breche ich Ihnen die Schienbeine. Harry? Ich bin so scheiße besoffen. Da wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen. Harry, mein lieber Junge, tu mir einen Gefallen und reich mir noch ein Fläschchen von dem Korn auf dem Schreibtisch, ja? Vielleicht sollten Sie in Ihrer Verfassung lieber nichts mehr trinken, Professor. Ach ja, du kannst meine faltigen Eier in den Mund nehmen. Er hat recht, Ronald. Ich glaube, er kann selbst entscheiden, wann Schluss ist. Ich glaube, ich habe mir gerade eingekackt. Na gut, Professor, dann wollen wir Sie mal medizinisch versorgen. Harry, was hast du denn vor? Wonach sieht's denn aus? Ich fülle ihn ab und klaue ihm das Portemonnaie. Das kannst du doch nicht machen, Harry. Und ob ich das kann, Ronald? So, Professor, ein schönes Fläschchen Korn für meinen Lieblingsschulleiter. Harry, du bist ein Goldjunge. Das gefällt mir nicht. So ist richtig, Professor. Schön austrinken, die ganze Flasche. Ha, guck mal, Ronald. Pack es lieber zurück, Harry. So, und jetzt machen Sie ein schönes Nickerchen. Ich bin so müde, Harry. Gute Nacht, Professor. Gute Nacht, Harry. Seh dir das an, Ronald. Davon kaufen wir uns Crack. Er wird ziemlich sauer sein, wenn er merkt, dass wir ihn beklaut haben. Ach, Quatsch. Der ist so besoffen, der kann sich an nichts erinnern, wenn der aufwacht. Sofort stehen bleiben. Oh nein. Ihr habt mich ausgeraubt. Dafür werdet ihr bezahlen. Nehmt das. Oh. Kopf runter, Ronald. Hey, Harry. Was fällt dir ein, auf mich zu schießen, Opa? Stupor! Ich glaube, du hast ihn umgebracht, Harry. Kann gut sein. Und was machen wir jetzt? Das gleiche wie immer, Ronald. Wir müssen die Leiche loswerden. Aber wo? Wir sind mitten in Hogwarts. Dann streng gefälligst dein Spatzenhirn an, Ronald. Wir können ihn in der Kammer des Schreckens einsperren, Harry. Kammer des Schreckens? Ja, davon habe ich auch schon mal gehört. Und wo soll die sein? Ich führe euch hin. Kommt mit. Los, Ronald. Du trägst die Leiche. Okay, Harry.